Hallo mal wieder. Der Trainingstag ging jetzt zu Ende. Ich stehe jetzt wieder hier beim Stefan. Und was zu sagen ist, der Endplatzsektor gab richtig viel Karpfen her, vereinzelt mal Karausche. Stefan hat auch mal eine Meeresche sogar gefangen, eher ein seltener Fisch. Stefan, wie weit hast du jetzt da drüben geangelt? Also ich habe 26 Meter geangelt. Ja. Und dann Baum rein. Also so nah wie möglich am Baum, das hat man dann auch hier auf der Strecke gesehen, haben oft gehangen mit dem Haken. Man angelt ja nicht mit dem Flatkorb, wo man den Haken versteckt, das ist ja verboten. Man darf den auch nicht auf der Weltmeisterschaft in den Korb reindrücken. Man fischt so nah wie möglich, kommt man etwas näher, also in die mittlere Bahn rein oder weg vom anderen Ufer, bekommt man gleich weniger Fische, sodass man mit hohem Risiko angeln muss. Deswegen haben die Jungs auch jede Menge Routen aufgebaut für den Fall, dass sie das abreißen. Weil dann öfters gesehen, dass sie dann gezogen haben und dann war manchmal die Hauptschnur schwächer als das Vorfach und dann mussten sie die nächste Rute nehmen. Köder war klassisch, meistens 3 bis 5 Maden am Haken, also sehr rustikal, nichts Besonderes. Bisse aussitzen, Bisse verwerten, sauber drillen und für die kurze Distanz hat der Stefan auch für morgen hauptsächlich die 3,25 Meter, die Ultralight im Einsatz, denke ich mal. Ne? Ja, und die Multi-Ulf. Und die Multi-Ulf, falls es doch weiter rausgeht, es gibt auch Strecken oder Sektoren, da ist es etwas breiter. Man versucht natürlich eine Bahn so nah wie möglich am anderen Ufer zu setzen, ohne dass man hängen bleibt. So, jetzt gucken wir uns mal Stefan sein Ergebnis heute an. Die Matte. Das ist gut so. Wir legen die nicht auf die Steine. Die kommen jetzt sofort wieder ins Wasser rein. Stefan, zeig mal einen Fisch oder. Immer richtig Spaß an der Rute. Und jetzt darfst du ihn wieder reinsetzen. Okay, dann drücken wir mal den Jungs morgen kräftig die Daumen. Vor allem, dass ein gutes Losziehen. Das ist also sehr wichtig, hatte ich ja auch vorher schon berichtet. Und gerade hier in den Außensektoren, wo die Sektoren nicht aneinander hängen sind, da brauchen die Jungs wirklich ein gutes Losglück. Die Losfee muss da dabei sein. Die letzten Plätze sind entscheidend, da oben die Plätze. In der Mitte wird es sehr, sehr schwierig werden. In den anderen Sektoren muss man sich durchkämpfen. Das war jetzt so das Resümee der letzten Tage, als wir hinzukamen. Und morgen sehen wir weiter. Und morgen zählt's.